Ich habe hier so eine kleine Studienarbeit noch rumliegen. Das ist von der Julia Böhm. Ja, die macht Entwicklungslinien der Erziehungsberatung von den Anfängen bis zur gegenwärtigen Entwicklung. Ich weiß nicht, da hat die, warten Sie mal, ich muss mal gucken. So, da steht Augenblick, ich muss mal die richtige Sache versäumt. So. Die Erziehungsberatungsstellen der NS-Zeit bewertete Kinder und fragte nach ihrem Wert. Für das nationalsozialistische Volksganze. Der biologische Wert der Kinder wurde in 6 Gruppen eingeteilt. Von wertvoll bis erziehungsunfähig. Übrigens hatten wir auch da die Kontinuität etwas genauer definiert als heute. Und zwar in 4 Kategorien. Die ideologische, theoretische Kontinuität, die gesetzgeberische Kontinuität, die institutionelle Kontinuität und die personelle Kontinuität. Übrigens hatte die nationalsozialistische Volkswohlfahrt 17 Millionen Mitglieder. Eine war auf erbgesunde Kinder ausgerichtet und hat eigentlich ein ganz tolles, fein strukturiertes System gehabt aus Sozialpädagogen, Sozialarbeitern zumindest, Psychologen. Die waren meistens die Kontrolleure dieser Institution und jede Menge Leute, die da als Helfershelfer aktiv wurden und dementsprechend ein tolles Überwachungssystem hatten. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Leute im Ausland leichte Kritik üben. Weil hier spiegelt sich etwas in unserer modernen Gesellschaft, das ich a. wissenschaftlich mir nicht zu erklären vermag und b. eine schwere historische Verantwortung uns auferlegt hat.